Ja, hallo zusammen und willkommen zurück hier in Schwierighausen bei Let's Play Banished. Ja, Banished, wir sind wieder am Start. Gab er jetzt ein bisschen Pause bei Banished hier, einfach der Tatsache geschuldet, dass wir ja 7 Days to Die, die Staffel 3 noch haben. Wir spielen zudem noch momentan Far Cry 3 immer noch und es ist ja auch WWE 2K15 hinzugekommen und da ist ja einfach momentan ein bisschen eng der Zeitplan, allerdings hat sich jetzt überraschend bei mir ein kurzes Zeitfenster ergeben, wo ich einfach noch ein bisschen Luft habe und dann habe ich mir gedacht, ja, nachdem wir ja so verblieben sind, dass Banished nicht beendet ist, sondern nur pausiert und wir immer mal wieder ein paar Folgen einstreuen, komme ich dem natürlich gerne nach, ihr wolltet es ja auch, also von dem her, Banished heute bei uns auf dem Programm. Ja, ich muss gerade überlegen, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Ich meine, wir haben hier diese Kneipe gebaut, ne? Wir haben doch hier so diesen Gasthof, dieses Wirtshaus, Tombstone haben wir es, glaube ich, genannt, weil es ja hier ja in Anlehnung an den nebenstehenden Friedhof der Namensgebung, ja, so war das, stimmt. So, und der hat jetzt, was hat der? Der hat keine Materialien mehr, wieso? Keine Bären mehr? Hallo, der hat doch hier, Bären auf Lager. Was ist sein Problem? Ah, okay, jetzt tut er auch wieder. Er hat nur simuliert, hat wahrscheinlich Mittagspause gemacht, irgendwie so. So, ja, ich muss mir mal kurz einen Überblick verschaffen. Ah ja, genau, wir haben ja hier unsere Mine am Start, ne? Da wird Kohle abgebaut. Okay, Kohle. Wie sieht es generell aus? Holz haben wir genug, Stein haben wir genug und Eisen haben wir auch noch ein bisschen. War es momentan noch früh Winter, das heißt, Brennholz, erster Blick, 508, das könnte... 508? Könnte vielleicht ein bisschen eng werden. Naja, wir hatten ja auch beim letzten Mal hier so dieses kleine Problem mit diesem Krankheitserreger in unserem Obstgarten. Ja, stimmt, kann ich mich auch noch erinnern. Haben wir ja abgeholzt und dann gesagt, wir wollen hier künftig Pfirsiche anbauen. Hier haben wir Pflaumen. Stimmt, hier waren die Pekannüsse, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Hier haben wir einen neuen Acker angelegt. Große Kürbisse werden hier jetzt angebaut. Stimmt, wir haben ja hier dann entsprechend erst einmal einen Ernteausfall. Ach ja, das war die Kiste mit den Nomaden, wenn ihr euch erinnert. Da waren ja hier die Nomaden und ich habe die versehentlich weggeschickt. Ich wollte sie annehmen, aber dann kam ja diese Gewohnheit, ne, dass normalerweise immer Ja, Nein, diese Ja-Nein-Fragen am PC, dann immer so dieses Ja auf der linken Seite. Und deswegen bist du so gewohnt, immer Zustimmung auf links zu klicken. Und ja, wer lesen kann, ist halt eindeutig im Vorteil in diesem Sinne. Ja, und ich habe mich halt dann dummerweise verklickt. So, schauen wir trotzdem nochmal kurz ins Rad, also wenn wir schon mal da sind, Statistik kurz anschauen. Wie sieht's aus? Ein Jahr zurück, Verbrauch, produziert, verbraucht, ja, okay. Stein, ja gut, das ist natürlich, kann man nicht wirklich als Referenz hernehmen, ne? Stein ist ja, du baust was oder sowas und schon ist der Stein weg, deswegen Brennholz. Ne, sind wir im grünen Bereich. Werkzeuge, ist alles gut. Nahrung, sind wir auch im grünen Bereich. Wobei wir jetzt den Ernteausfall haben, aber wir haben, denke ich, mit 7000 Nahrungsmitteln erstmal eine gute Reserve. Zumindest ein, zwei Jahre sollten wir durchhalten, wenn wir nicht nochmal einen kompletten Ernteausfall haben. Kräuter, 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 Kräuter braucht der Kräutermichel da hinten, ne? Aber ich glaube, die haben wir verwendet zum Handeln. Irgendwie so war das. Kleidung haben wir genug, Bier haben wir genug, Kohle haben wir mehr als genug. Kohle wird ja, denke ich, auch als Ersatzbrennstoff verwendet, meine ich mich zu erinnern, dass ich das gelesen habe. So, und hier fangen so langsam an, die Leutchen an Altersschwäche zu sterben. Das heißt, unser Friedhof wird langsam voll, ne? 18 Gräber, 5. Ja, okay, wir haben noch ein bisschen Luft. Ne, ist alles gut. Also, kein Problem. Wir haben noch ausreichend Platz. Und das Wirtshaus hat mit 30 Bier, denke ich, auch genug. Aber wieso sind das hier so langsam? Ach so, die Geschwindigkeit ist wieder unten, ne? Also, Geschwindigkeit hochstellen. Ab die Post. So. Wie sehen wir denn da drüben aus? Da, genau, da haben wir ja unsere Viehweiden, die großen, immer noch nicht voll. Da haben wir ein bisschen ausgelagert, ne? Denn wir haben ja hier jetzt eine Viehweide am Start, die produziert Nahrung mittlerweile. Genau, weil sie voll ist. Hammelfleisch, ui, da wird ja richtig ordentlich produziert. Meine Herren, das ist ja nicht schlecht. So, und da drüben haben wir doch auch eine gehabt, gell? Genau. Was geht hier? Ebenfalls Hammelfleisch, Wolle, also, ne? Wir haben durch diese Viehzucht jetzt natürlich ja auch nochmal zusätzlich Nahrungsmittel. Das ist toll. Wollten wir nicht den Steinbruch bauen oder so? Oder das haben wir gemacht hier unten, genau. Hier unten haben wir den Steinbruch gebaut. 84% sind noch da. Und ja, und die haben sich hier richtig schön runtergebaut. Also das wird auch simuliert. So wie das Ganze aussieht. Sehr schön.
Was waren denn so die nächsten Bauprojekte, die wir vorhatten? Ich glaube, wir wollten hier runter, ne? Genau, wir haben hier unten auch eine Anbindung gebaut mit dieser Brücke. Und wir wollten hier unten uns mal ein bisschen austoben. Ja, stimmt. Da kann ich mich erinnern. Hier oben haben wir ja einen Förster hingestellt. Der ist auch schon fleißig. Der kloppt ordentlich. Hier haben wir ein paar Häuser. Steinhaus. Die sind aber alle knalldicht. Also gut bewohnt. Sehr gut bewohnt. Sogar das Lagerhaus. Hier unten ist allerdings nicht wirklich gut ausgelastet, wenn ich mir das zu anschaue. Naja. Fischerhütte. Die sind auch sehr fleißig. Ja, der Fischer wohnt alleine. Oder die Fischerin, besser gesagt, mit 86 Jahren. Ich glaube, hier wird gleich ein Haus frei, wenn das so weitergeht. So, und jetzt schmeiße ich hier mal den Brennholzmichel an. Weil die Bestände sind schon wieder sehr dezimiert. Deswegen stelle ich hier mal zusätzlich einen ein. Wie sieht es bei uns am Hafen aus? Beim Handelsposten. Wir haben hier Brennholz. Könnten wir sogar noch zurückführen. Wir haben Eisenwerkzeuge, wir haben Kräuter. Die Ledermäntel werden aufgefüllt. Wintermäntel. Wir haben Wintermäntel. Achso, ja klar, die bringen ja mehr. Logisch. Bei uns werden ja Wintermäntel produziert, ne? Hier ist der Schmied, der macht Holz und Eisen, macht diese Stahlwerkzeuge. Wobei ich glaube mittlerweile können wir auch, ne, Eisenwerkzeuge, jetzt können wir auch Stahlwerkzeuge machen, weil wir ja Kohle haben. Hier sehen wir die Kohle. Hier ist die Schneiderei, Leder und Wolle, genau, warme Mäntel werden hier produziert, also alles prima. Ich habe mit der Wohnsituation gar nicht geschaut, gell? 51 Familien, 36 Häuser. Hm. 36 Häuser. So, das nächste Kind hat das Licht der Welt erblickt. Ja, ich schätze, wir müssen wieder ein bisschen wohnungstechnisch was machen. Die Eisenvorräte sind fast aufgebraucht. Wieso? Achso, ja klar, hier unten. Logisch, der Schmied verbraucht Eisen. Wieso? Blöde Frage. Saublöde Frage. Aber hier drüben hätten wir noch einiges zum Harvesten. Deswegen würde ich sagen, wir holen uns hier mal den Stein, der so rumliegt. Und wir holen uns natürlich auch das Eisen, das hier so blöd rumliegt. Weil ich meine, geschenkt ist geschenkt, ne? Von dem her, wieso nicht? So, und der hört immer mal wieder zum Brauen auf. Ja, wahrscheinlich, wenn er keine Bären hat. Ne, der hat keine Bären. Das heißt, da sind wir wirklich auf die Sammler angewiesen. Was können wir ausweichen? Apfel, Kirschen, Pfirsich? Nee. Können wir nicht. Was haben wir denn für Handelsgüter alle? Mais, Pflaume. Nee, Weizen haben wir leider nicht. Weizen wäre natürlich optimal, weil dann könnten wir aus Weizen Bier brauen. Das ist ja auch das Naheliegendste, ne? Ich meine, Pfirsichbier bin ich schon mal drauf eingegangen. Das ist bestimmt interessant. Aber so als alter Bayer geht es ja natürlich gar nicht. Das ist ein absolutes No-Go. Also das muss ich sagen, nee, das will ich mir gar nicht im Ansatz vorstellen, wie das schmeckt. Das geht überhaupt nicht. Nee, also, ich meine, bei aller Liebe und Toleranz, aber da muss ich sagen, nee, sorry, nee, Freunde, geht nicht. Das geht einfach nicht. Ich bin am Überlegen, wie wir hier reinbauen. Ob wir das von unten oder von oben machen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal von oben an, nachdem wir hier oben schon ein bisschen Struktur haben. Ich glaube, das wäre gar nicht verkehrt. Und wir wollten ja auch irgendwie nochmal den Marktplatz bauen. Markt. So. Wenn wir hier oben nochmal den Markt bauen. Das machen wir jetzt einfach mal. Der Händler ist da. Toll. So, wir bauen erstmal nochmal den Markt. Servus Händler, was hast du dabei? Schönes Zeug. Kohle hat er dabei. Mein Gott, komm. Hau ab, Junge. Was soll ich denn mit Kohle? Hau ich doch selber. Kohle will er uns andrehen. Wie viele Bauarbeiter haben wir? 6 Stück. Naja, die werden das schon hinkriegen. Ja, mittlerweile der Beruf des Bauern, des Landwirts bei uns hier, ja, mit am meisten ausgeprägt. Hier 11 Bauern haben wir beschäftigt. Ja gut, die müssen natürlich auch, ja, hier relativ viele Leute ernähren, ne? Wenn man sich das einmal so anschaut. Die haben jetzt mittlerweile hier 100,
Also wie viel haben wir denn? Oh, jetzt ist gerade einer gestorben. Altersschwäche, das ist ja doof. Ja, wir haben ja über ja knapp 110 Leute am Start. Das ist schon heftig. Wenn man überlegt, von wo wir, ja gut, von wo wir kommen. Wir haben angefangen mit 12 oder so, ne? Ich glaube 12 waren es. Und dann wäre es ja fast schon mal vorbei gewesen. Dann hat man diese eine komische Situation oder diese Bug-Situation mit dem Markt und dem fehlenden Lagerhaus. Wo wir gesagt haben, okay, machen wir nochmal, aber ja, wir hatten schon ein paar Krisen hinter uns. So, was macht der Obstgarten? Da wachsen die Bäume natürlich erstmal. Es ist schon wieder Sommer, mein Gott, Sommer im Jahr 34. Hier wird fleißig angebaut. Der Mais 70%. So, und dieses Feld, das wird jetzt schon erfolgreich bewirtschaftet. Also das ist nicht so wie im Obstgarten, dass erst die Bäumchen quasi ein paar Jährchen brauchen, bis sie Ertrag bringen. Nein, die hier sind natürlich, ja, die Landwirtschaft im Ackerbau, die funktioniert sofort. Das ist sehr schön. 111 Einwohner, wunderbar. Schnapszahl, Prosit, liebe Freunde, Prosit. Zumindest bei uns sagt man das. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wie viel passen denn in die Kirche? Okay, da passt schon noch ein bisschen was. Nein, das ist okay. Haben wir noch genug Leute. So, und hier ist das Limit erreicht an Kleidung. Da müssen wir momentan nichts mehr produzieren. Dann würde ich sagen, dann machen wir hier mal den Betrieb aus. Ne? Also hier 150 Kleidung aktuell bei uns. Plus das Zeug, was am Hafen liegt. Also das ist schon okay. So, wie sieht es hier aus mit unserem Handelsposten, Freunde der Nacht. Wir könnten euch da noch ein Steinhäuschen hinstellen, Gil. So, wir drehen die ganze Kiste. 1, 2, 3. Dann haben wir hier auch noch ein paar Häuser mehr. So, sehr hübsch. Dann müssen wir hier unten fast noch ein bisschen was investieren, ne? Ich meine, wenn hier unten dann so viele Leute am Start sind, also einen Markt haben wir jetzt dann hier. Der hat auch sogar Zugriff zum Lagerhaus, das will schon mal was heißen. Ich meine, das ist gar nicht so schlecht. Den Förster dürfen wir aber nicht allzu sehr zubauen, ne? Sonst haben wir wieder sehr wenig Ertrag aus dem Forstbetrieb. Das ist dann auch doof. Ich überlege gerade, ob wir nochmal, oder ob wir hier unten auch nochmal auf jeden Fall Jäger und Sammler machen. Und wir haben hier einen Jäger. Und wir wissen ja, der Jäger, der produziert, egal ob hier was zugebaut ist oder nicht. Und nachdem das Wild alles andere als scheu ist, ist das also gar kein Problem. Dann denke ich, einen Jäger können wir auf jeden Fall hinbauen, da unten. Wir haben ja noch keinen. Den können wir sogar hier oben hinstellen. Ja, aber wobei, nee, dann ist er, hat er dann relativ viel Seefläche, das ist dann auch doof. Jäger, Jagdhütte. Jagdhütte, Jagdhütte, ja, hier nicht. Na, drehen wir die Kiste mal. Ja, da können wir, denke ich, einen Jäger hinbauen, oder? Was meint er? So, jawohl. Also, Jagdbetrieb steht. Sehr gut. Dann brauchen wir noch eine Straße. Läuft. Oder besser gesagt Feldweg, ne? Ist ja keine Straße, sondern ist Feldweg. So, und hier schon wieder Altersschwäche. Ja gut, das ist einfach so eine Geschichte, ne? Die ergibt sich zwangsläufig. Wenn halt dann so irgendwann mal der Zahn der Zeit genug genagt hat, dann bricht halt mal wieder so eine Generation weg, in Anführungszeichen Generation, wenn man davon bei uns überhaupt reden kann. Also ihr seht, wir sind jetzt wieder rückläufig. Von 111 ging es wieder zurück auf 107. Allerdings, es ist echt schade, dass ich hier keinen Bevölkerungsschnitt sehe. Das ist echt schade. Ich sehe hier, wie viele Deutsche wir haben insgesamt. Und dass die Bildungsquote 84% beträgt. Naja, mei. Das sind wahrscheinlich die Kinder noch nicht mitgerechnet. Weil die Kinder sind ja noch nicht in der Schule, demzufolge ungebildet. 98% sind begleitet. 99%. Also es gibt einen Flitzer. Achtung, Flitzer. Mann, Mann. Schlimm ja. Müssen wir mal die... Wir uns mal ein bisschen für Zucht und Ordnung sorgen, ne? Das geht ja gar nicht.
So, hier wird auch schon fleißig die Grundfläche entsprechend vorbereitet. So, hier fehlt noch Eisen. Ich meine, Eisen haben wir noch genug, 184. Kein Wunder, wir haben ja den Auftrag gegeben zum Harvesten. Also, ne? Rechts oben auf der Karte, sprich hier oben. Genau, das haben sie auch schon relativ viel eingesammelt. Das haben sie wahrscheinlich alles hier hingeknallt, ne? Naja, 120 Eisen. Das liegt zum größten Teil hier auf diesem kleinen Platz. Interessant, der nächste Händler ist da. Mein Gott. Was hast du dabei? Sind wieder Kohle oder so ein Scheiß? Hühner, halt, stopp, wunderbar, Pause. Hühner, das ist gut. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht, gell? 400, das ist aber auch ein Brett, was die da verlangen. 2000, hm. Das ist schon viel. Das ist viel. Brennholz können wir ein bisschen raushauen, weil ich sehe gerade, wir haben... Oh. Wir haben zu viel bezahlt. Genau, also 300 Brennholz und 20 Wintermäntel. Kein Problem, wir haben ja noch genug. Wird also sofort aufgefüllt. Das ist wirklich kein Problem. Wobei, soll ich da die guten Wintermäntel? Komm, wir hauen erst einmal die Ledermäntel raus, oder? Noch ein Huhn. Noch ein Huhn. Jetzt geht's auf. Wunderbar. Wir verschenken nichts, kein Trinkgeld für den guten Händler. Wir holen 6-mal Hühner. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir handeln. Gut. Achso, und dann schickt man natürlich wieder heim. Tschüss. So, heißt, wir haben jetzt hier. Genau, unsere Hühner am Start, die paar traurigen, mickrigen Hühner. Jetzt brauchen wir eine Weide für die Hühner. Eine Viehweide. Das sollte man dann auch wieder eine größere gleich nehmen. Nur wohin? Wohin ist die Frage? Wobei, wir könnten hier oben eigentlich auch nochmal eine Viehweide hinbauen, ne? Das wäre eine Idee. Machen wir hier oben. Da haben wir, glaube ich, da haben wir noch gar nichts. Wie war er weidetechnisch? Also von dem her würde ich sagen, das ist okay, wenn wir das hier oben hinbauen. Am besten hier neben dem Brunnen. Genau, da kommt Freude auf. Direkt am Brunnen. Machen wir auch gleich ein bisschen größer. So. Ach, das muss ja erst gebaut werden. Mein Gott, stimmt. Also, die Bäumchen weg und das Zeug. Und dann wird hier gebaut. So, die Nahrungsmittel sind schon wieder ein Ticken rückläufig. Wir kommen von 7000, dürfen wir nicht vergessen, gell? Wir kommen von 7000. So, ich tue mal den Holzmichel hier wieder deaktivieren. Aktuell brauchen wir nicht. Vielen Dank. Wir haben wieder knapp 1000 Holz. Das ist in Ordnung. So, und hier wird auch schon gebaut. Ich denke, wir müssen nahrungstechnisch was unternehmen, Freunde. Wir müssen, weil wir haben jetzt neue Gehäuse gebaut. Und ihr wisst ja, wie empfindlich dieses Gleichgewicht ist hier in diesem Spiel hier in Banished. Wenn man da ein bisschen schludrig ist, dann fressen die einem die Vorräte ratzfatz weg. Und das wollen wir natürlich nicht. Also wir werden auf jeden Fall hier noch in die Nahrungsmittelproduktion investieren. Allerdings machen wir das nicht mehr heute, liebe Freunde, sondern das machen wir in der nächsten Folge hier bei Banished. Ich sage vielen Dank, wie immer bei uns hier in Schwierighausen. Der Bürgermeister verabschiedet sich und sagt bis zum Wiedersehen. Eine gute Zeit, macht's es gut und Servus.